い、皆さんこんにちは、れなです。今日はお寿司屋さんの前にいます。このお寿司屋さんではドイツ人を連れてお寿司を食べさせてあげたいと思います。ドイツから2週間前に日本に初めて来たばかりの人なので、日本の本格的なお寿司はどんなリアクションかを見てみましょう。Okay, also hallihallo und vielen Dank, dass ihr bei diesem Programm hier mitmacht. Ja, genau, also der Plan für heute wäre, wir gehen hier einmal in diesem Restaurant Sushi essen. Echtes japanisches Sushi. Ja, wir sind gespannt, danke. Ich freue mich. So, wir sind jetzt im Restaurant und ich würde euch bitten, dass ihr euch ganz kurz vorstellt. Hi, moin. Ich bin Felix aus Berlin, Kameramann und bin noch 39 Jahre alt und esse heute zum ersten Mal in Japan Sushi. Ja, ich bin Jonas, auch aus Berlin, bin 26 Jahre alt und bin sehr gespannt auf die Sushi. Ich esse hin und wieder in Berlin Sushi und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wie die echte Sushi in Japan schmeckt. Dojo Sushi o mitsu kudasai. Hi. Wir haben ein bisschen Tee gekriegt. Hier, grünen Tee. Mögt ihr grünen Tee? Achtung, heiß. Es ist viel Zucker. Es ist viel Zucker. Du machst Zucker in deinen grünen Tee zu Hause? Ja. Ja. Die Deutschen machen ja. Das. Ja. Grüne Tee schmeckt wesentlich besser, wenn man ihn ganz kurz vor dem Trinken gegen Bier austauscht. Das ist sowieso das Beste. Also das Bouquet ist schon sehr spannend. Nicht trinken. Ja, das würde aber niemandem einfallen, das zu trinken, wenn man da einmal dran gerochen hat, oder? Also du hattest noch keine Gäste, die so versehentlich das getrunken haben, weil sie dachten, es wäre super oder so? Nein, und ich würde sie wahrscheinlich auch aufhalten. Mhm. Ihr habt aber vorhin hier mit diesen Dingern hier euer Gesicht abgeputzt. Ja. Also alte japanische Männer machen das. Ich bin doch alt. Wohlerzogene japanische Ladies machen das nicht. Aber warum ist es üblich, dass ein alter japanischer Mann das macht und junge Frauen nicht? Schlechte Manieren. Achso, das sind dann so alte Leute, die sagen, das ist was ganz egal. Scheißegal. Okay, verstehe. Ja, wobei mein Mann macht das auch. Also ihr seid in guter Gesellschaft. Wow. Das ist optisch schon mal wunderschön. Ja. Ja. Wahrscheinlich ganz frisch zubereitet. Genau, nur auf Bestellung. Alles immer nur auf Bestellung, so wie sich das gehört. So, was meinst du? Schaut es gut aus? Ja. Ich habe mal gelernt, man muss mit dieser Miso-Suppe anfangen. Ja, kannst du machen, ist aber keine feste Regel eigentlich. Wobei viele Japaner fangen gerne mit der Miso-Suppe an, weil man damit seine Stäbchen ein bisschen befeuchten kann. Das hier ist übrigens rote Miso-Suppe. Mhm. Die kriegt man standardmäßig hier in Nagoya, aber auch standardmäßig immer zu Sushi dazu, eigentlich auch überall in Japan. Was ist das Miso hergestellt eigentlich? Das sind Sojabohnen. Also es ist fermentierte Sojabohnenpaste. Und rotes Miso ist nur aus Sojabohnen gemacht. Weißes Miso, also das, was du überall in Japan kriegst mit diesen Sojasoßen, Miso-Suppen, die nicht so wahnsinnig intensiv schmecken, die sind meistens eine Mischung aus Soja und Reis zum Beispiel. Okay, du hast angefangen mit dem Thunfisch, mit der Thunfischrolle. Dann würde ich auch mal hier sagen, wir machen mal eine Runde Thunfischrolle. Und sie ist gut. Hattest du Thunfisch auch schon in Deutschland? Thunfisch-Sushi? Ja. Ja? Schon in anderen Ländern und Na gut? Ja. Oh ja. Was ich aber nicht hatte, ist dieser rote Ingwer. Ja, der Ingwer hier, der ist irgendwie anders eingelegt als andere Ingwer. Also auch in Japan ist nicht aller Ingwer rosa. Wie sah das jetzt? Isst man das mit Kopf oder ohne Kopf? Ich glaube, das ist nur Deko. Das ist nur Deko. Man kann da so ein bisschen so dran. Wir haben uns nicht gefragt, ob man die Köpfe hier mit isst oder nicht. Also zum Beispiel bei frittierten Shrimps, dann sind manchmal die Köpfe dran, dann kann man sie auch teilweise mitessen. Ja, weil ich habe die abgemacht in dem Restaurant und dann hat die Kellnerin mich gefragt, ob ich schon fertig sei und sie es wegräumen soll. Oder ach so. Ob ich die Köpfe Nein, aber es gibt auch durchaus Japaner, die nicht die Köpfe essen. Ich glaube, deswegen hat sie dann halt gefragt. Die Deutschen kennen zwei Arten von Fisch. Also mit dem weißen Fisch machen wir weiter, sagst du? Ja, du machst wieder was falsch.
Weil am besten tunkt man immer die Fischseite in die Sojasauce. Ich kann nirgendwo mit dir hingehen. Ja, weil du hast jetzt so viel Sojasauce an deinem Sushi dran, dass es nur noch nach Sojasauce schmecken wird. Mmh. Mmh, Sojasauce. Mhm. Also ich weiß. Komm, das kann doch jetzt nicht mehr gut sein, oder? Das hier, was auch immer das ist. Das ist Seeigel. Mhm. Genau, und es gibt guten und schlechten Seeigel. Was ist das jetzt, gut oder schlechter? Das sehen wir jetzt gleich. Muss ich es probieren? Ja, ja, wäre schon schön, weil das ist der Grund, also, warum dieses Set so teuer sehen wollt, ist. Das ist genau der Moment. Nein. Mmh. Besser als in Deutschland. Überraschend gut. Seeigel habe ich, glaube ich, auch noch nicht probiert in Deutschland. Deswegen hatte ich da jetzt keine guten oder schlechten Erwartungen. Aber es schmeckt lecker. Ja, sehr cool. Ja, das war ein guter, würde ich auch sagen. Also, Seeigel schmeckt halt teilweise so ein bisschen bitter. Mhm. Und wenn es dann halt so richtig bitter schmeckt, dann ist es halt nur noch so unangenehm. Aber der war lecker, ja. Das ist jetzt hier der japanische Bacon, oder? Es ist auch Thunfisch, nur etwas fettreicher. Mhm. Deswegen, das könnt ihr auch mit den Händen machen. Und wir haben übrigens auch Wasabi. Ich weiß nicht, steht hier auch Wasabi? Mhm. Wasabi kann man hier auch in die Sojasauce noch reintun. Also ich als dummer Deutsche packe das ja immer direkt auf den Fisch drauf. Das kannst du auch machen. Basti, es ist so, dass der Küchenchef quasi schon die perfekte Menge Wasabi zwischen Fisch und Reis reintut. Mhm. Oh, du brauchst jetzt mehr Sojasauce. Sie Shoyu mo chotto moraemasu ka? Soll sie doch nicht trinken. Genau. Ich schäme mich schon. Ist es unüblich, Sojasauce nachzubestellen? Heißt es, man hat zu viel genommen? Oder ist also meistens ist es so, dass man die Sojasauce am Tisch stehen hat. Das heißt, du kannst dir eh so viel nehmen, wie du willst. Minasai, ja, gozaimasu. Ein Shrimp hast du gegessen. Mhm. Ja. Du darfst immer laut loben, wenn was gut schmeckt. Das ist der Hammer. Aber Felix nicht so. Aber das muss schon genau, das ernst. Sonst kannst du das ja nicht reinschneiden. Also ich probiere jetzt diesen Fisch. Diesen Fisch? Das ist eine Muschel, genau. Oh. Ja. Also am besten aber wirklich mit den, mit den Händen einfach essen, dann ist es einfacher. So, Konsistenz ist ein bisschen komisch, oder? Mhm. Knackig, super, aber sehr, sehr fest. Mhm. Ja. Das würde genau, das würde jetzt aus der deutschen Küche an Knorpel erinnern. Das ist ja eigentlich nicht so. Die Japaner, die haben sehr viel Essen, das nicht unbedingt wegen dem Geschmack irgendwie interessant ist, sondern wegen der Konsistenz. Und es gibt dann wirklich so knorpelige Sachen und sowas, da stehen viele Japaner sehr drauf. Das ist einfach Teil des Geschmackserlebnisses hier in Japan, dass die Sachen nicht nur gut schmecken, sondern auch irgendwie interessante Konsistenzen haben. Mhm. Also habe ich auch kein Problem damit, sowas Festes zu essen. Das ist schon, ach, okay, das ist halt nur was anderes. Das war ungewohnt für uns. Jetzt probiere ich mal den Schrimp. Ja, mach. Ist sehr gut. Das ist, glaube ich, bisher mein Lieblingsstückchen. Mhm. Da musst du fast keine Sojasauce dran machen. Das hat schon Soße. Mhm. Das ist Aal. Ah, das ist der Aal, den du vorhin empfohlen hast. Was sehr Typisches dann sozusagen. Ja, es ist eine Art Aal, lokale Spezialität hier in Nagoya, die ganz bekannt ist aus Aal. Oh, das ist gut. Ich bin sonst kein Aal-Fan. Mit Gräten, oder? Kannst aber normal mitessen. Mhm. Ihr müsstet jetzt mir das Gesicht sehen. Ich freut sich richtig. Ja, ich liebe Aal. Dein Kopf war abgekommen. Der Aal schmeckt auch gut. Ich glaube, es sind kleine Gräten drin, aber so weich, dass man die wahrscheinlich ohne Gefahr mit ist, ne? Also normalerweise werden die Aale filetiert, sodass das große Skelett quasi rausgeschnitten wird. Aber ja, es kann halt sein, dass kleine Stücke drin sind. Aber normalerweise isst man das so komplett mit. Mhm. Der Thunfisch, ne? Das ist quasi das, was wir vorher hatten, nur mit einer anderen Form. Ja. Und das Stück Thunfisch, das hier drauf war, das war ganz schön fettig, oder? Ich bin wirklich ein bisschen am Bacon. Vielleicht, wenn man es so ein bisschen angrillen würde. Ist das nicht gut, wenn es ein bisschen fettig ist? Doch, das ist teurer, wenn es fettig ist. Das ist nur nicht unbedingt mein Favorite. Also ist auch bei so, dass ich lieber magereres Fleisch mag als fettigeres. Aber das ist persönliche Vorlieben.
Und jetzt mal, wie viel Wasabi kann ich in ein Sushi reinhauen? Die Frage ist, wie, ich hoffe, wie viel kannst du... Ich hoffe, dass er im Bild ist, weil er wird gleich in Tränen ausbrechen. Meinst du? Ich hoffe es. Ich hätte hier noch was. Du magst es scharf. Ja. Dann ist das Essen, wenn du willst anfangen zu weinen und zu schwitzen. Ja. War sehr lecker. Das war das Fazit. Sehr schön. Das freut mich. Was fandet ihr denn am besten? Du isst noch. Okay, du darfst noch aufessen. Ich glaube den Kabeljau. Kabeljau und Aal. Okay. Weil der Aal wirklich viel besser war, als das ich teilweise in Deutschland kriege. Das ist einfach die große Überraschung. Okay, ja. Das, ich muss aber auch sagen, dass viele Deutsche das wirklich sagen, die, also die mögen Aal in Deutschland gar nicht. Und ich unter den hier in Japan zu probieren, weil es halt einfach ein ganz anderes Gericht ist. Mhm. Sein Tuna, ganz ehrlich, das schmeckt ein bisschen auch wie in Deutschland. Das ist kann man nicht viel falsch machen. Kein großer Unterschied, aber der Kabeljau, aber auch sozusagen der Aal war eine Entdeckung. Sehr schön, freut mich sehr. Nice. Bin ich 100%ig sicher. Ich fand alles sehr lecker und es hat sehr frisch geschmeckt, auch verglichen mit dem Sushi, was ich manchmal in Berlin so bekomme. Also es gibt auch sehr Gutes und es, man kann aber auch Pech haben. Ne? Weil ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, wahrscheinlich die Garnele und der Thunfisch. Den fand ich sehr lecker. Okay, cool. Aber es stimmt, was Felix sagt, der Thunfisch ist vielleicht schon ähnlich wie Thunfisch-Sushi in Deutschland, aber ich glaube, dass er hier so ein bisschen fettiger und frischer schmeckte vielleicht. Mhm. Aber müsste ich eins zu eins vergleichen, um das ganz genau beschreiben zu können. Auf jeden Fall hat er mir sehr gut geschmeckt. Was meintet ihr vom Reis her? Vom Reis? Ja. Ich finde es schwierig, den Reis zu halten. Also mir sind viele Stücken zerbrochen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das falsch zusammengeklebt war oder ob ich einfach falsch angefasst habe mit den Stäbchen. Es ist ein Skill, aber ich glaube, dass der Hauptunterschied zwischen Sushi in Deutschland und in Japan ist meistens der Reis, weil der einfach hier viel fluffiger ist und in Deutschland einfach viel kompakter zusammengepresst ist. Und auch die Menge an Reis zu Fisch ist in Japan eigentlich mehr Fisch als Reis. Mhm. Und in Deutschland ist es immer mehr Reis als Fisch, finde ich. Ja. Also, ja. Ja. Mir fällt zumindest auf, dass mir dass die deutsche Sushi nicht auseinanderbricht, weil es so fest verliert ist wahrscheinlich. Und ich finde Reis ein bisschen süßer. Das kann auch sein, dass die Japaner da irgendwie was... Also es ist immer mit Essig irgendwie gemacht, aber vielleicht, dass da doch irgendwas anderes noch dran ist, dass es süßer macht. Kann schon sein. Ich muss es nochmal machen. Mir schmeckt die Blume. Sehr gut. Wie eine Blume. Hat so ein, ja, die schmeckt ein bisschen wie Klee, den man ja teilweise essen kann. Einfach so eine bittere Note. Ich finde es wirklich klasse. Ich probier's mal mit Sojasauce. Ah ja, vielleicht. Mit Wasabi, glaube ich, passt das gut zusammen. Hast du noch welchen? Ja. Ich habe auch noch Wasabi. Du hast Klauen. Ja, aber nicht zu viel. Also wie Claudia so viel willst, ich meine nur, ich werde da nicht zu viel drauf machen. Komische Deutschen. Warte, ich möchte nur noch Wasabi, aber ja, okay. Ihr habt aufgegessen, seid ihr satt? Oder vielleicht doch noch den Döner drüben? Ich fand's auch nicht genug. Ich bin nicht 100%ig satt. Allerdings ist das Frühstück auch schon lange her. Ja, sehr schön. Wisst ihr, was man nach dem Essen auf Japanisch sagt? Namaste. Nein, aber gut geraten. Man sagt Gochisousama deshita. Es ist ein bisschen lang. Lass nochmal bitte. Gochisousama deshita. Sehr gut. Bitte. Gochisousama deshita. Genau. Also. Dann hast du manchmal Gäste, die sich richtig trottelig anstellen, zum Beispiel mit den Stäbchen überhaupt nicht zurechtkommen oder sowas? Ja, doch, das gibt's schon, durchaus. Also ich hatte auch schon Touren mit Kindern, die tun sich dann natürlich nochmal schwerer, aber es gibt durchaus auch also meine Mama stellt sich an und immer noch, es ist echt peinlich. Mein Papa ist sehr, sehr gut mit Stäbchen. Ja, fast. Nee, ich habe in meiner ersten Asienreise irgendwie so 2 Tage gebraucht, bis ich das dann so einigermaßen drauf hatte. Ja, oder vielleicht eine Woche maximal, wenn es wirklich lang dauert. Aber ich glaube, dann sollte es gehen. Ich finde, das hängt auch teilweise an den Stäbchen. Ja? Ja, sicherlich. Es gibt so witschige.
Aber bei, teilweise finde ich, rein objektiv betrachtet, dass die Stäbchen weniger gut sind als Messer und Gabel beispielsweise. Also wenn ich irgendwas zerteilen will, wenn ich gestern habe ich einen Lachs bekommen, geräuchert, und wie mache ich das mit Stäbchen? Versuche ich das so auseinander zu nehmen, weil ich Schere. Also entweder du nimmst wirklich das ganze Ding hoch und beißt einfach ab, oder du nimmst deine Stäbchen so zusammen, wie sie sind. Also natürlich auseinandergeteilt, aber zusammen, und dann teilst du das so. Ja, dann muss ich das ja irgendwie mit meinen Händen vielleicht festhalten noch. Nee, das ist irgendwie geht's. Was ich anstrengend finde, ist Salat mit so Maiskörnern essen, weil du jedes einzelne verdammte Maiskorn einzeln aufheben musst. Wenn ich einen Löffel hätte. Sind auf der Welt noch was anderes außer Stäbchen, Hand, Messer und Gabel? Hand. Indien. Ja. Sushi auch. Wir werden heute, wenn ihr wollt, wenn, könnt ihr die mit der Hand essen. Nicht verpönt? Nein. Nee, aber nicht genau. Das Gesicht ab. Hi, ということで、この動画はここで終わりにします。ドイツ人のお寿司を食べた反応はいかがでしたでしょうか？コメントでいろいろ教えてくださいね。この動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。